Meine Großmutter war immer eine liebevolle und fürsorgliche Person. Naja, zumindest bis sie von diesem Wanderausflug zurückkam, den sie mit dem Seniorencenter gemacht hatte. Danach fluchte sie ständig, wurde wütend auf mich und vergaß eine ganze Menge. Manchmal vergaß sie einfach, was wir für einen Wochentag hatten. Aber immer öfter wusste sie nicht mehr, wer ich bin oder wer sie selbst war. Ich konnte mich glücklich schätzen, dass ich sie an einem ihrer guten Tage dazu überreden konnte. Dr. Maves diagnostizierte ihr Demenz in fortgeschrittenem Stadium und riet ihr zu einem Umzug in ein Altersheim oder eine andere Einrichtung, da ich bald nicht mehr dazu in der Lage sein werde, mich gut genug um sie zu kümmern. Und wie er recht behalten sollte. Ich dankte ihm, sagte ihm aber nicht, dass wir uns einen Platz im Altersheim nicht leisten konnten. Wir konnten gerade mal unsere kleine Wohnung bezahlen. Meine Großmutter hat praktisch überhaupt kein Einkommen und das, was ich beim Pizza-Ausliefern verdiente. Es gab auch keine weiteren Angehörigen, die uns helfen konnten. Die waren entweder schon tot oder haben uns vor Jahren verlassen. Verdammte Drogen. Und so lag es an mir, mein Bestes zu geben, um mich um Großmutter zu kümmern, auch wenn es nicht leicht war. Diese Frau hatte mich immerhin großgezogen, als meine drogensüchtige Mutter es nicht konnte. Ich schuldete ihr das. Ich hab dir eine Suppe gemacht, Oma. Bist du hungrig? Hungrig? Ja, vielen Dank, guter Mann. Sie dachte wohl, ich wäre ihr Kellner. Sie saß in ihrem liebsten Sessel und ich brachte ihr die Suppe auf einem Tablett. Oh, vielen Dank. Ich habe leider kein Geld bei mir, aber mein Mann wird Ihnen gleich ein Trinkgeld geben. Sicher doch. Vielen Dank, die Dame. Ich habe im Internet gelesen, dass es manchmal einfach das Beste ist, mitzuspielen. So war es einfacher für die Betroffenen und auch für uns Angehörigen. Anstatt die Suppe zu sich zu nehmen, starrte sie sie nur einige Minuten lang an. Dann setzte sich eine Fliege auf den Tellerrand und flog kurz darauf weiter. Das hatte irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie folgte mit den Augen nun der Fliege, die mehr Interesse an ihrer Suppe hatte als sie selbst. Schließlich setzte sie sich wieder an den Tellerrand und wollte sich wohl an der Suppe satt essen. Dazu kam es aber nicht, denn Oma packte blitzschnell und zielgenau die Fliege, um sie sich in den Mund zu stopfen. Es war ekelhaft mit anzusehen, aber immerhin nahm sie so ein paar Proteine zu sich. Ungefähr eine Woche, nachdem sie das erste Mal eine Fliege gegessen hatte, wurden die Dinge aber wirklich merkwürdig. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil die Nachbarn sich mal wieder stritten. Oder sich gegenseitig verprügelten, wer wusste das schon. Wenn ich schon mal wach war, dachte ich mir, kann ich mir auch einen Schluck Milch gönnen. Ich ging also rüber zur winzigen Küche. Ich weiß, dass man das nicht macht, besonders nicht, wenn man nicht alleine wohnt. Aber ich trank einfach aus der Packung, anstatt mir ein Glas zu nehmen. Während ich trank, schaute ich mich ein wenig in der Küche um. Dank des Mondlichts konnte ich sehen, dass irgendwas auf dem Tisch saß. Ich spuckte die Milch aus und bekam fast einen Herzinfarkt, als ich sah, dass es meine Oma war. Sie saß einfach da. Arme um die Knie geschlungen und lächelte. Ihr Mund war so weit geöffnet, dass ihr Lächeln nicht mehr menschlich aussah. Und sie bewegte sich keinen Millimeter. Kein Muskel zuckte. Sie blinzelte nicht einmal. Oma, bitte geh wieder zurück ins Bett. Du kannst doch nicht die ganze Nacht hier. Langsam drehte sie ihren Kopf in meine Richtung und starrte mir jetzt direkt in die Augen. Immer noch mit diesem unmenschlichen Grinsen. Ich sprintete aus der Küche heraus in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Die Milchpackung hatte ich immer noch in der Hand. Ich wusste, dass das kindisch war. Die arme Frau war einfach nur krank. Aber dieser breite Mund jagte mir eine Höllenangst ein. Ich kam nicht mehr aus meinem Zimmer raus, bis es richtig hell war. Das war so gegen 10 Uhr vormittags. Und dann auch nur, weil ich so dringend pinkeln musste. Langsam und ganz vorsichtig blickte ich um die Ecke in die Küche und war absolut erleichtert, als ich sah, dass Oma nicht mehr auf dem Tisch saß.
Nachdem ich auf der Toilette war, schaute ich nach, wo sie war und fand sie in ihrem Bett. Dem Geruch nach zu urteilen, hatte sie sich eingekotet. Ich machte sie und ihr Bett sauber. Den Rest des Tages war sie wieder so lethargisch wie sonst auch. Sie schien keine Erinnerung darüber zu besitzen, was letzte Nacht passiert war. In den nächsten Tagen passierte nichts Besonderes. Naja, es waren eher die Dinge, die nicht passierten, die meine Angst vor ihr immer weiter wachsen ließen. Zum Beispiel hörte sie auf zu essen, komplett. Manchmal starrte sie in die Leere, stundenlang, ohne dabei ein einziges. Irgendwann hörte ich auf, sie anzusprechen. Ich hatte zu viel Angst vor einer Reaktion, die mir nicht gefallen könnte. 8 Tage nach unserer Zusammenkunft in der Küche gerieten die Dinge endgültig außer Hand. Wir waren im kleinen Wohnzimmer und guckten Fernsehen, als sie anfing, seltsame Klickgeräusche mit ihrem Mund zu machen. Die Geräusche klangen so unmenschlich, ich wusste nicht einmal, wie sie sie macht. Meine Angst vor ihr wich etwas vor der größeren Angst, sie könnte vielleicht einen Schlaganfall haben und sterben. Also ging ich zu ihr rüber und fasste ihr an die Schulter, um zu sehen, ob sie in Ordnung war. Ruckartig drehte sie ihren Kopf in meine Richtung und starrte mich mit Augen an, die irgendwie nicht mehr menschlich aussahen. Es sah so aus, als wären in ihren Augen noch mehrere kleinere Augenpaare versteckt. Ich war so verängstigt und verwirrt, dass ich mich nicht verteidigen konnte, als sie mir in den Arm biss. Der Biss war wirklich tief und tat tierisch weh. Panisch versuchte ich, meinen Arm zu befreien, doch ihr Kiefer hatte sich richtig in meinen Unterarm gebohrt. Ich bekam ihn nicht frei. Es war nötig, ihr mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, um mich zu befreien. Eine weitere Sache, auf die ich nicht gerade stolz war. Nach diesem Tag war der Gedanke, einfach wegzulaufen und alleine neu anzufangen, ständig in meinem Kopf. Ich hatte kein Geld für eine Klinik oder ein Altenheim und ich war auch gar nicht mehr sicher, dass sie da noch hingehörte. Also musste ich sie hier lassen. Ungefähr 2 Tage lang nach dem Biss hatte ich hohes Fieber und fühlte mich absolut ausgelaugt. Ich hortete Wasserflaschen in meinem Zimmer und verschloss die Tür. Nur wenn ich wirklich dringend auf die Toilette musste, ging ich raus. So viel Angst hatte ich vor ihr. In diesen 2 Tagen sah und hörte ich sie nicht. Als ich mich endlich etwas besser fühlte, packte ich meinen Rucksack. Nur für den Fall, dass ich ihn brauchte. Und meine Güte, ich sollte ihn schon sehr bald brauchen. Nachdem ich ihn gepackt hatte, dachte ich, es wäre am besten, mal nachzusehen, ob meine Oma noch lebt. Ihre Türe war geschlossen. Vorsichtig öffnete ich sie und schaute ins Zimmer hinein. Ich sah jedoch nichts, da das Licht aus war und die Fenster wohl mit Exkrementen beschmiert worden waren. Durch das Licht, was durch die offene Tür reinkam, sah ich jedoch etwas. Da in der Ecke, wo ihr Bett stand, befand sich nun eine große. Ich weiß nicht, was es war. Am ehesten hätte man es wohl Kokon nennen können. Als ich mein Smartphone auf die Struktur aus Spinnweben richtete, um sie besser zu sehen, sah ich 6 kleine rote Augen, die direkt in meine eigenen starrten. Ich rannte aus ihrem Zimmer, hämmerte ihre Türe zu, schnappte mir meinen Rucksack. Selbst als ich schon auf der Straße war und in Richtung der Bushaltestelle lief, guckte ich alle paar Sekunden über meine Schulter. Ich nahm den Bus in die nächste Stadt und mietete mir da ein schäbiges Hotelzimmer. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Es dauerte eine ganze Woche, bis ich meine Entscheidung bereute. Das war die Frau, die mich großgezogen hatte. Und sie war immer noch in diesem Apartment. Was war, wenn nicht sie selbst sich verändert hatte, sondern etwas in ihr war, das sie veränderte? Etwas, das ihr Hirn langsam auffraß, seit sie auf dieser Wanderung war. Ich beschloss, zurückzukehren und sie von ihrem Leid zu erlösen, denn so ein Leben hatte sie nicht verdient. Als ich ankam, öffnete ich vorsichtig die Türe, die nicht abgeschlossen war. Im Flur war sie nicht.
Auch nicht in der Küche. Ebenso wenig in meinem Zimmer oder im Badezimmer. Auch nicht im Wohnzimmer. Ich wusste, was das bedeutete. Langsam öffnete ich die Tür zu ihrem Zimmer und hielt die große Taschenlampe auf den Ort gerichtet, an dem der Kokon sich vor einer Woche befand. Was ich dort sah, war noch verstörender als das, was ich das letzte Mal sah. Der Kokon war offen. Und davor und daneben lag Schleim und Haut, schätze ich. Was immer aus diesem Kokon herausgekommen ist. Und es war nicht meine Oma. Es war Ford. Ich wollte zurück zum Hotel fahren, aber ich hatte vergessen, wo es sich befand. In letzter Zeit vergaß ich eine ganze Menge Sachen. Und mein Arm tat so weh. Hat mich etwas gebissen?